Man sollte aber dennoch versuchen, die Lügen, auch wo es legitim ist, auszutauschen durch Ma'arid. Was sind die Ma'arid oder den Ta'arid? Das bedeutet zweideutige Aussagen zu tätigen, die eine vordergründige Bedeutung haben und eine hintergründige Bedeutung. Wobei aber der Hörende die vordergründige annimmt, wobei du aber die hintergründige Bedeutung beabsichtigst. Daher sagten einige der Salaf: Inna fil ma'aridi manduhatun anil kadhib. In den Ma'arid gibt es eine Lösung. In den Ma'arid gibt es eine Lösung für die Lügen. Aber dennoch muss auch hier erwähnt werden, dass die Ma'arid, da sie der Lüge ähneln, daher sagten einige der Salaf al-Ma'arid oder Ta'aridu Achul Kadib, die Ma'arid sind der Bruder der Lüge, ja, ist das nur zu nutzen, wenn es einen Bedarf gibt, eine Maslaha Rajiha Shar'iyya, ein Nutzen, also etwas, was in der Scharia als nützlich bewertet wird. An-Nakhai, einer der Salaf, pflegte zu sagen, wenn jemand zu ihm nach Hause kam und nach ihm fragte und er nicht danach sehnte, sich diese Person zu sehen oder sich mit ihr zu treffen oder derartiges, dann pflegte er zu sagen, für die zur Person, die die Tür aufmacht, er sagte, sag zu ihm, utlubuhu fil masjid, sucht nach ihm in der Moschee, also schaut in der Moschee, aber sag nicht, er ist nicht hier, denn wenn sie das sagt, hat sie gelogen, sahih. Aber wenn er sagt, such nach ihm in der Moschee, ist er nicht gelogen, er hat ja nicht gesagt, er ist dort, sahih. Das ist natürlich zulässig, wenn es einen Bedarf gibt, wie gesagt, ein Bedarf, wie du weißt, diese Person wird kommen und deine Zeit rauben, für nichts, für etwas Sinnloses, etwas, was nicht profitabel ist für dich, weder in der Dunya noch in der Akhira. Oder du weißt, er wird nicht nur Sinnloses tun, sondern er wird dich beschmutzen, indem er bei dir kommt und lästert und dir Dinge übermittelt, Fulan sagt über dich so und Fulan hat so gemacht. Ja. Wenn man weiß, dass das so eine Person ist, dann ist es natürlich besser, ihn zu meiden. Ja. Ebenfalls Fadlullah al-Jilani erwähnt von den Ma'arid des Nakhai, den wir auch eben genannt haben. Er sagt, ebenfalls sagt der Nakhai, wenn jemand sagt, du hättest so und so gesagt. Und das kann ja manchmal die Wahrheit sogar sein. Du sagst die Wahrheit, etwas Richtiges, aber das kann nachteilig für dich sein. Und du hast derartiges gesagt und man konfrontiert dich jetzt damit. Wenn du sagst, ja, habe ich gesagt, kann es sein, dass zum Beispiel, dass irgendwas passiert. Und wenn du sagst, habe ich nicht gesagt, hast du gelogen. Dann sagte er, wenn das passiert, sag, يَعْلَمُ اللَّهُ مَا قُلْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ. Offensichtlich, wenn man das so hört, wenn ich hier jemanden ansprechen würde, würde er darunter verstehen, Allah weiß, ich habe davon nichts gesagt. Das kann aber auch arabisch heißen, Allah weiß, was ich davon gesagt habe. Aber der Hörende versteht das Erste. Versteht ihr? Nein. Das sind die Ma'arid, wie gesagt, die Ma'arid sind zulässig, wenn es einen Nutzen gibt. Makruh, wenn es keinen Nutzen gibt, also wenn man es einfach so macht, ohne irgendeinen triftigen Grund. Und sie können haram sein, wenn man sich dadurch etwas an sich reißt, was einem nicht zusteht, ja, oder da ein Recht, das Recht eines anderen, soll ich sagen,
wenn dadurch das Recht eines anderen unterdrückt wird. Wie zum Beispiel, wenn eine Schuld fällig ist. Eine Schuld ist fällig, also du musst eine Schuld begleichen und du bist in der Lage dazu, aber du drückst dich davon. Und jedes Mal, wenn jemand bei dir zu Hause ankommt, sagst du zu ihm, sag ihm, such ihn in der Moschee. Hier geht das nicht. Hier ist das Haram. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Das Aufschieben des Al-Ghani, Al-Ghani ist der, der die Möglichkeiten hat, die Fähigkeit hat, seine Schuld zu begleichen. Die Aufzögerung des Ghani ist Zulm. Dass du deine Schuld nicht begleichst, obwohl du dazu in der Lage bist, die Fähigkeit dazu hast, das ist eine Ungerechtigkeit. Nein.